Ich darf heute die Frau Nehring bei mir begrüßen, eine unserer Backmania-Gewinnerinnen. Und sie wird für uns Schamlauer Nockerln bereiten. Frau Nehring, warum ist gerade Schamlauer Nockerln ein Lieblingsmehlspeis von Ihnen? Schamlauer Nockerln sind eine ungarische Spezialität. Und ich habe die kennengelernt bei meiner Tante Anusch. Die wohnt in Plattensee und ich habe sie sehr oft besucht und sie wusste, dass mir das so gut schmeckt. Und sie hat immer, um mir Freude zu bereiten, diese Schamlauer Nockerln gekocht. Und mir hat das also wirklich, das schmeckt so vorzüglich mit dem Rum drinnen. Und dann habe ich das Rezept mir mitgenommen und habe das zu Hause immer für unsere Freunde gekocht. Und die waren alle total begeistert und jetzt ist das einfach ein Standard-Nachspeise, die ich immer machen muss, wenn wir zu 14 rund um den Tisch sitzen, eh schon voll sind und dann gibt es noch Schamlauer Nockerl und die gehen immer. Gut, wunderbar, dann legen wir los. Okay. Für die helle Masse Dotter, Zucker, Dr. Oetker Vanillinzucker und Dr. Oetker Finesse Aroma cremig aufschlagen. Eiklar mit Zucker und einer Prise Salz zu steifem Schnee aufschlagen. Den Eischnee unter die Dottermasse geben, das Mehl darüber sieben und unterrühren. Damit Ihnen das Blatt Papier auf dem Blech nicht rutscht, können Sie etwas Masse drunter geben und dann damit das Papier ankleben. Das helle Biskuit auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen, das Blech in die Mitte des vorgeheizten Rohres schieben und bei 200 Grad ca. 8 Minuten backen. Die dunkle Masse aus Dotter, Zucker, Dr. Oetker Vanillinzucker und Finesse Aroma zubereiten. Den Schnee unter die Dottermasse heben, zum Mehl Kakaopulver einsieben und unter die Masse heben. Das dunkle Biskuit auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen. Das Blech in die Mitte des vorgeheizten Rohres schieben und bei 200 Grad ca. 8 Minuten backen. Für den Pudding Dr. Oetker Puddingpulver mit Milch und Zucker nach Backungsanleitung, aber mit einer Dr. Oetker Vanilleschote zubereiten. Die Vanilleschoten nach dem Kochen entfernen. Am Schluss etwas Rum in den Pudding rühren. Vom erkalteten Biskuit das Backpapier abziehen und die Biskuitplatten halbieren. Ein helles Biskuit in eine Auflaufform legen und mit etwas Rum bestreichen. Ein Drittel vom Pudding gleichmäßig auf das Biskuit streichen. Ein Drittel der Walnüsse auf dem Pudding verteilen und mit ein Drittel der Rumrosinen bestreuen. Rumrosinen können Sie nur auf zwei Drittel des Kuchens aufteilen, weil nicht jeder mag Rumrosinen und so kann man jeden bedienen beim Dessert. Eine dunkle Biskuitmasse einlegen und mit Rum bestreichen. Mit Pudding bestreichen, Walnüsse und Rosinen darauf verteilen. Diesen Vorgang mit einer hellen Biskuitmasse wiederholen und mit dem dunklen Biskuit abschließen. Mit Frischhaltefolie abdecken und am besten über Nacht ziehen lassen. Für die Schokosoße, Schokolade, Obers und Rum unterrühren im Wasserbad schmelzen. Mit einem Löffel aus der Schamlauer Masse Nockerln abstechen und mit Schokosoße und Schlagobers servieren.